Challenged-IDs. Noch einmal quicksafen und sobald wir hier über die Schwelle gehen, bricht wahrscheinlich die Hölle los. Ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Gut zu wissen. Warum kehren Sie nicht einfach um? Ich fordere Unterstützung an. Nehme Deckung! Bestätige! Da hilft ein Kopfschuss. Und Betäubungsschutz. Und weiter geht's. Mit dem Betäubungsschutz ist es eigentlich recht einfach. Ich hoffe, vor ihm nicht davon schippert. Doch, tust du. Treppensteigen. Treppensteigen ist ein massiver Experiment. Oh, Mist. Zwei schwere. Boah, ey, das ist doch wohl ein Scherz. Zur Hölle. Okay. Das war jetzt echt heftig. Wir müssen ihnen auf jeden Fall ganz schnell die Schilde runterreißen und dann die Panzerung. Beziehungsweise erstmal die Schilde, die Panzerung kriegen wir dann mit dem Raketenwerfer auch gut weg. Puh, zum Glück habe ich schnell gespeichert. Ein Schuss für zwei Feinde mit schwerer Rüstung. So schwerer Rüstung, so würde man das. Spiele mit Rüstungsklassen übersetzen. Also mit Schilden, möchte ich sagen. Schilden, Panzerung und Leben. Oh Mist! Zwei schwere Mechs im Anmarsch! Glauben Sie wirklich, Sie werden mit mir fertig, Shepard? Na komm. Oh ja. Zünde sie an! Schild! Oh. Oh, das hätten wir erledigt. Dann kommt jetzt der Raketen. Alles klar. Spielst, da unterschätzt du mich dann aber komplett, mein lieber Tarkin. Da haben sie so wohl probiert, Jump-Run-Elemente einzubauen und sind kläglich dabei gescheitert. Ja, komm, hoch. Hoch. Ich habe ja zuerst damals Mass Effect 2 gespielt, ohne Mass Effect 1 zu kennen, und man ist halt einfach so verloren, wenn man die Leute einfach nicht kennt, auf die man trifft. Dann, na ja, ich kenne dich doch. Ich kann dich aber nicht. Harkin, hallo, kennst du mich? Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. Ja. So, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Und er fängt sich bestimmt gleich wieder jemanden. Nein, sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Was will er denn? Sein Leben? Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Harkin. Lass Sie nicht sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Turianer. Ich weiß, wen Sie meinen, und ich werde gar nichts sagen. Ja, ich würde was sagen. Harkin, das muss überhaupt nicht schwierig werden. Scheiße auf Sie. Ach, jetzt wird er wieder grau. Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft.
Ich hab's gesagt. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Oh, war das. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Garrus. Terminus hat sich völlig verändert. Was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Mal die Kopfhörer ein bisschen in den, Ich gehe. Ach, ich dachte, er hat da auf eine Mülltonne geschaut oder so. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Nein, du erschießt ihn nicht. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Und das werde ich auch nicht zulassen. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor C-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Aber das ist in Ordnung. Ich habe ihn nicht erschossen. Ja. Los, gehen wir weiter. Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Ach ja, der gute alte Garrus. Und ich habe so das Gefühl, dass das Bild ein bisschen rumspackt. Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Er kriegt eine Strafe, wenn er gefunden wird. Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Garrus. Sie waren bei Harkin ziemlich gnadenlos. Glauben Sie nicht, dass er es verdient hat? Das passt einfach nicht zu Ihnen. Nicht zum ehemaligen Zersicherer. Was wollen Sie von mir, Shepard? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand verrät? Ich bin nicht sicher, aber ich würde nicht zulassen, dass es mich verändert. Das hätte ich auch gesagt, bevor es mir tatsächlich passiert ist. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidone seiner gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Lassen Sie mich mit ihm reden. Sie können sagen, was Sie wollen. Mein Entschluss ändert das nicht. Seine Gründe sind mir egal. Er hat uns verraten und verdient dafür den Tod. Sicher? Ich verstehe ja, was Sie durchmachen. Aber wollen Sie ihn wirklich töten? Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Aber ich bin nicht wie Sie. Für Sie ist das aber auch nicht typisch. Wirklich? Ich habe Ungerechtigkeit immer gehasst. Schon der Gedanke, dass Sidonis damit davonkommt. Warum sollte er weiterleben, während 10 gute Männer in namenlosen Gräbern liegen? Es tut mir leid, Shepard. Worte werden dieses Problem nicht lösen. Ich muss mich vorbereiten. Na gut, ich hab's versucht. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Ich sage Sie dann Waka Waka Bum Bum Bum. Waka Waka Bum Bum Bum. Das ist das Crewwort. Und da würde doch niemand drauf kommen, dass gleich einer erschossen werden soll. Im Ernst, er wird es mit einer Maschinenpistole machen? Ah, das ist besser. Shepard, können Sie mich hören? Ja, gut, klar. Klar und deutlich. Ach, er hat das alte Sniper aus Mass Effect 1. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Es scheint ihm ja gut zu gehen. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Na gut. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Harkin sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Das wird es nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße.
guter Schuss. Verrat bestraft, Sidonis. Auch wenn es mir ein paar Negativpunkte bringen wird, aber niemand mag Verräter. Vor allen Dingen, wenn das sich dann das so gut ging gehen ganz lässt. Einfach und sauber. Gute Arbeit. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Ist das Bild bei Shepard gerade so ein bisschen verschwommen? Ich bin gleich bei Ihnen. Ich glaube, ich sollte mal speichern und eine Aufnahmepause machen. Also entweder wird mir nämlich nur schwummerig vor Augen, oder es liegt am Bildschirm, oder es liegt am Spiel. Die Sicherheit untersucht anscheinend den Tod von Sidonis, Shepard. Bisher haben sie keine Spuren. Ja, das ist auch noch gut so. C-Sicherheit berichtet außerdem, dass kürzlich ein Drell den Zoll passiert hat. Das Büro von C-Sicherheit hat sicher weitere Informationen darüber. So, dann reden wir nochmal mit Captain Bailey und über Tainsock. Mein Partner will seinen Sohn finden. Wir vermuten, dass ein Krimineller von hier ihn angeheuert hat. Dürfte kein Problem sein. Es gibt hier nicht viele Drell. Da haben wir es ja schon. Einer meiner Leute hat kürzlich einen Drell gesehen. Und er hat mit Maus gesprochen. Mit Maus? Interessant. Wer ist denn bitte Maus? Ein Kleinkrimineller. Vermutlich hat nicht er ihren Jungen angeheuert. Er ist eher ein Bote. War früher eine Schachtratte. Und erledigt alles, wenn er dafür bezahlt wird. Wie haben Sie Maus genannt? Schachtratte. Ein Slang-Ausdruck für die armen Kinder, die auf der Station aufwachsen. Wenn sie klein sind, spielen sie oft in den Lüftungsschächten, weil die Erwachsenen ihnen dorthin nicht folgen können. Sind die Schächte nicht gefährlich? Alle paar Monate ziehen wir eine kleine Leiche heraus. Von Ventilatorenblättern aufgeschlitzt, alle Knochen durch einen Sturz gebrochen, durch ein Vakuum erstickt. Klingt jetzt ja nicht so toll. Und das sind nur die, von denen wir erfahren. Die meisten verschwinden einfach. Vielleicht werden sie in den Weltraum gesaugt. Oder sie fallen in die Proteinbottiche der Kiba. Oh. Maus hat so lange überlebt, dass er nicht mehr durch die Schächte passt. Er war einer der Klügeren. Oder er hatte nur mehr Glück. Ich hab genug gehört. Maus ist meistens oben vor dem Darkstar. Ein öffentlicher Com-Terminal ist sein Büro. Sieht aus, als sei ihr Junge mit den falschen Leuten unterwegs. Ja, sehe ich auch so. Wenn Maus sie nicht direkt zu ihrem Sohn bringen kann, weiß er zumindest, wer es kann. Und wenn nötig, kann ich auch noch helfen. Dann beeilen wir uns mal besser. Wir müssen einen Attentat verhindern. Sie haben ihm nicht gesagt, dass Colliard ein Attentat plant. Er ist ein Bulle. Er würde versuchen, Colliard aufzuhalten und dabei könnte einer von beiden draufgehen. Das will ich vermeiden. Ja, natürlich. Danke, Shepard. Gern geschehen. Darkstar. Willkommen. Das ist das Transportzentrum. Ja, lass mich in Ruhe. Danke, dass Sie sich für Avena entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Circa Café Darkstar. Also einen tiefer. Glaube ich. Das Shepard-Stipendium für Erdkinder aus einkommensschwachen Familien hat seine Arbeit aufgenommen. Der berühmteste Mensch der Galaxie verbrachte auf der Erde eine schwere Kindheit. Das stimmt. Durch das Stipendium erhalten mehrere Dutzend junge Männer und Frauen die Gelegenheit, kriminelle Banden hinter sich zu lassen und zum Militär oder auf höhere Schulen zu gehen. Ach, das ist ja schön. Wenn ich etwas verändern kann. Wir sind jetzt auf Level 28, das heißt, ich bin schon mal zu tief gegangen und wir benutzen den Transport rapid. Sie steigen in den... sie steigen in den Transrapid ein und, 15, wenn sie in den Transrapid einsteigen, sind sie in 15 Minuten Charles de Gaulle. Also, wenn sie in München am Hauptbahnhof in den Transrapid einsteigen. Ach ja, der gute alte Stotterid. Mensch, was macht der eigentlich? Der macht doch irgendwas in der EU. Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Ich würde es gerne Die Story spielen. Basiert auf der turianischen Mythologie. Aha. Aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spieler haben. Cool. Ich
würde gerne mitspielen. Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Beim Kauf eines neuen werden dann 2 Credits angeschrieben. Oh, 2 Credits. Krass. So, irgendwo muss die Maus hier ja stehen. Maus. Da ist er doch. Ja, ja, kann ich besorgen. Kein Problem. Na gut, das könnte ein wenig schwieriger werden. Nein, schon gut. Ich kenne ein paar Aquarianer, die sich um den Kopierschutz kümmern können. Ist dann nur etwas teurer. Ja, ich habe das Paket. Es wird da sein, keine Sorge. Ich liefere es selbst aus. Das wird nicht passieren. Sie können auf mich zählen. Ja, ich verstehe. Ja, ja, klar. Sie werden nicht enttäuscht sein. Kann ja mal fertig sein. Nun, ich brauche einfach etwas mehr Zeit. Es ist nicht meine Schuld. Oh. Niemand hat mir gesagt. Der geht mir tierisch auf die Nerven, der Typ. Und deswegen speichere ich jetzt mal und suche natürlich eine billige Ausrede, um zu speichern. Und um kurz. Ja. Die Aufnahme ist ja schon. Keine Sorge. Wir wissen es, dass du alles besorgt. Ja. Ne? Verlassen also, Sie sich wir wissen es. Ich. Ja. Oh, verstehe. Maus, ey. Das wird nicht nötig. Jetzt hör mir nochmal auf. Ich lege noch eine Kopie der Shepard 6 drauf. Was? Hey, Shepard 6? Die Bodos haben echt hart daran gearbeitet. Was? Shepard 6? Was? Naja. Das klären wir nächstes Mal hier. Namensklauer. Bis dann. Tschüss.